Clarissa Rankin ist Truckerin und TikTok-Star. So, say it loud, say it proud. It's Trucker's Life, baby. Gestylt für die Fahrt im LKW. Als Frau am Steuer, die sich nicht verstecken will. Ich bleibe Frau, komme was wolle. Ich bin stolz darauf, ein Mädchen zu sein. Und darauf, in dieser Männerwelt arbeiten zu können. Ich gebe doch das Weibliche nicht auf, nur weil ich einen Truck fahre. Ich habe die Leute so satt, die sagen, eine schöne Frau könne nicht in einem Männerberuf arbeiten. Ich weiß, sie lügen. Clarissa hat zwei Söhne. Ihr Mann fährt auch Truck. Den beiden gefällt, dass Frauen wie Männer in diesem Job gleich viel verdienen. Wichtig sei, dass die Ladung ankommt, nicht ob ein Mann oder eine Frau hinter dem Steuer sitzt. Ich finde es sexy. Es ist mutig. Unsere Generation redet ja viel über die Stärkung von Frauen, aber ich finde es sexy. Mir gefällt's. Clarissas jüngerer Sohn Jolie hat einen Herzfehler. Da drohten hohe medizinische Kosten. Das brachte die 35-Jährige auf die Idee, umzusatteln. Von der Bewährungshelferin zur Truckfahrerin. Den Ausschlag gab mein Einkommen. Darauf hatte ich keine Lust mehr. Nach 4 Jahren Schule hätte ich 10 Jahre lang unter meiner Qualifikation arbeiten müssen, um dann $54.000 im Jahr zu verdienen. Da habe ich mir gesagt, das funktioniert nie. Vor 5 Jahren hat Clarissa angefangen. Zuerst Langstrecke, jetzt meist Tagestouren. Das sei familienfreundlicher, sagt sie. Shelley ist schon länger dabei. Eine Veteranin im Fahrerhaus. Der LKW ist ihr Zuhause. Gemeinsam mit ihren Tieren, 2 Katzen, 1 Hund. Als Jugendliche fand sie Zuflucht bei Lastwagenfahrern. Sie war abgehauen, von den Eltern geschlagen, dann von Pflegefamilie zu Pflegefamilie gereicht. Ein Trucker, der sie mitnahm, ließ Shelley das erste Mal ans Steuer. It's empowering, especially as a woman. Es gibt einem ein tolles Gefühl, besonders als Frau, zu wissen, dass man einen 40-Tonner beherrscht, der gut 20 Meter lang ist. Viele Frauen haben mir gesagt, ich kann so ein Riesending nicht manövrieren. Die würden staunen. Wenn sie einmal wissen, wie es geht, dann können sie genauso gut fahren wie die Männer. Auch sie erzählt über ihre Erfahrungen in den sozialen Medien. Good afternoon, TikTokers. Shelley sieht sich als Botschafterin für Frauen und für alle Formen sexuellen Zusammenlebens. Der Truck im Regenbogendesign, das war Shelleys Idee und ihre Firma unterstützt sie. Clarissa hat inzwischen ihren eigenen Truck und seit Anfang 2020 eine lukrative Nebenbeschäftigung als TikTok-Star. Ihr Arbeitszimmer, Büro und Aufnahmestudio. So you gotta always be ready. Man muss immer bereit sein für die Kamera. Die sozialen Medien sind kein Spiel. Man weiß nie, wer etwas sieht, teilt oder wo etwas hinführt. Das Aussehen muss stimmen. Hey y'all, so we are on set right now and getting ready to go to the truck and they want a sample video. So that's what I'm doing. 1,3 Millionen Menschen folgen Clarissa auf TikTok. Sie verdient mittlerweile an Werbung auf ihrer Plattform. Wenn ihr mich trefft, dann habt genauso viel Energie wie in den Kommentaren zu meinem Video. Ich motiviere Menschen, baue sie auf, bin komisch und zeige ihnen die Realität einer hart arbeitenden Frau. Ich lasse sie in mein Leben und zeige, nichts ist unmöglich. And I pulled them into my life to show them that nothing is impossible.
Jeden Morgen, bevor es auf Tour geht, ist das hier Routine. Ich fasse alles an. Dann kann ich sagen, dass ich es geprüft habe. Ohne Berührung keine Inspektion. Ich streichle meinen Truck. Clarissa hat ihrem Truck einen Namen gegeben: Sparkle, Funkeln. Manchmal nimmt sie ihren jüngeren Sohn mit auf Tour, muss dann keine Betreuung für ihn organisieren. Das liebt sie an ihrem Job, umgeben von anderen Powerfrauen. Clarissa ist überzeugt, dass Frauen die besseren Fahrer sind. Die anderen Autos sind wie meine Entenküken. Ich will, dass alle sicher sind. Ich bin die Mutter der Straße. Jede Frau weiß instinktiv, wenn etwas nicht sicher aussieht. Sie weiß, ich sollte nicht in diese Straße fahren oder ich passe da nicht rein. Ich behandle den Truck wie eine kleine Blume, fahre wie auf Wolken. Wir lassen den anderen und uns selbst genügend Raum, um zu reagieren. Wir sind so daran gewöhnt, die unseren zu beschützen. In den USA herrscht bereits seit einigen Jahren ein Mangel an Lkw-Fahrern. Inzwischen werden bewusst Frauen angeworben. Manchen Kollegen von Clarissa gefällt das. Ich liebe Frauen in der Truckerwelt. Dieser Job ist doch für alle eine großartige Gelegenheit. Mich begeistert es, dass Frauen das genauso gut machen wie andere. Ganz ehrlich, die meisten Frauen sind bessere Fahrerinnen als die Hälfte der Männer. Viele kennen Clarissa wegen ihrer Videos im Internet und bewundern sie. Aber nicht alles ist heile Welt. Clarissa kennt auch die Gefahren. Vor allem in der Nacht. Du solltest darauf achten, dann zu tanken, wenn jeder sehen kann, was passiert. Wohin zum Beispiel das Mädchen mit den Haaren in Regenbogenfarben geht. Die Leute werden sagen können, was ich getragen habe. Sie werden einen Angreifer beschreiben können. Der trug ein rotes Hemd, eine schwarze Hose, weiße Schuhe. Wenn es dunkel ist, dann kann man das nicht. So if something happened, I can. Wenn etwas passiert, kann ich die Zapfpistole als Waffe nehmen. Niemand will Benzin im Gesicht. Bei Nacht achte ich immer auf das, was um mich herum los ist. Shelley fährt seit mehr als 25 Jahren kreuz und quer Ladungen durch die USA. Manchmal könne das ganz schön einsam sein. Deshalb hat sie sich entschieden, mit ihrem Truck eine klare Botschaft zu senden. Hey, TikTok-Fans, Fans of the Rainbow Rider. Seit März 2018 ist ihr Truck ein fahrendes Bekenntnis zur LGBTQ-Gemeinde mit einer Plattform in den sozialen Medien. Du backst einen Kuchen? Shelleys bunter Truck lockt Neugierige an. Ja, einen hausgemachten. Wow. Die Truckerin ist stolz. Ihr Fahrerhaus ist tatsächlich ihr Zuhause. Kochen, schlafen, die Toilette, alles muss hier Platz finden. We did tiny living before tiny living became popular. Wir haben schon auf engstem Raum gelebt, bevor das beliebt wurde. Unsere Welt ist kleiner als eine Gefängniszelle. Man muss sich den Raum so gestalten, wie er für einen selbst funktioniert. Alles, was Shelley besitzt, ist in Fahrerhaus und Schlafkabine verstaut. Kleidung für den Hund, Lebensmittel, Kochgeschirr. Die Lkw-fahrende Aktivistin findet soziale Medien gut.
Sie spielen eine entscheidende Rolle, gerade im Unterschied zu früher. Durch die sozialen Medien bekommen Leute zumindest einen Eindruck von der Truckfahrerei, bevor sie den Fuß in eine Fahrschule setzen. Mit ihrem Truck will Shelley dazu beitragen, dass die Trucker-Community diverser wird, weg vom Image des harten, weißen Heteromannes. Sie ist nicht so erfolgreich wie Clarissa, aber auch sie hat ihre Fangemeinde. Hope to see some folks out here. Kommt, sagt Hi. Come Macht Fotos hi. Mit dem Truck. Get some pictures with the truck. Häufig berät Shelley andere LKW-Fahrer, vor allem Neulinge. Da taucht plötzlich eine junge Frau auf. Wart mal kurz. I'm in love. You're in love. I'm in love. Happy Pride. You have an amazing day, honey. Hab einen tollen Tag. Support im Real Life. Und der Rainbow Truck als Fotomotiv. Shelley kann viele Geschichten darüber erzählen, wie Männer ihr den Umgang mit dem großen Truck nicht zutrauen. Das ist Alltag, darüber kann sie lachen. Doch Shelley erlebte auch die dunkleren Seiten des Truckerlebens als Frau. I myself went through sexual assaults, rapes, beatings, you know. Ich wurde sexuell belästigt, vergewaltigt, geschlagen, bin aus Trucks geworfen worden. Freunde von mir haben ähnliche Dinge erlebt. Jahrelang hat niemand darüber geredet. Was auf der Straße geschieht, bleibt auch dort, so wie in Las Vegas. Doch inzwischen habe sich viel geändert, auch dank der sozialen Medien. Es ist sehr hilfreich, dass sich inzwischen so viele verschiedene Gruppen für Veränderungen einsetzen, sich austauschen und gegenseitig Mut machen. Die Kultur hat sich komplett verändert. Nicht zu 100%, aber es ist besser, als es mal war. Clarissa will vor allem andere Frauen ermutigen. Wenn du als Truckerin in dieser von Männern dominierten Branche arbeitest, hast du automatisch viele gegen dich. In Fahrschulen arbeiten so gut wie nie Frauen. Es sind ja auch nur 9-10% der Trucker weiblich. Deshalb nutze ich meine Plattform, um anderen Frauen zu helfen, in dieser Männerdomäne zu überleben. Aber die geschäftstüchtige Frau hat auch erkannt, wie lukrativ so eine Plattform sein kann. Ein 30-Sekunden-Video kann mir $1,500 bringen. Das habe ich gerade mal mit 4 Truckladungen nach Hause gebracht. Ihr Motto: Wenn mein Mund nicht sagt, was ich denke, dann sagt es mein Gesicht. Clarissa und Shelley, zwei unerschrockene Frauen. Vorbilder in einer Welt, die, geht es nach ihnen, nicht länger von Männern dominiert sein soll.